Berlin wird auch wieder ein Turnier veranstaltet. Auf jeden Fall Berlin, die große Ringkampfstadt. Da sollte Catch auch wieder zu dem werden, was es war. Und hier sehen wir den nächsten Kampf. Und das wird natürlich ein Gefecht. Und als erstes ist in den Ring gekommen Steve Regal aus Großbritannien. 120 Kilo und 1,93 Meter groß. Und sein Gegner, der Söldner aus Südafrika, Colonel Brody. 115 Kilo und 2 Meter groß. Auf dem Kontinent kennt man ihn jetzt seit Jahren, den Colonel. Und viele Catch-Fans kennen natürlich auch Steve Regal, der auch mit 95 Kilo, 93 Kilo vor 3, 4 Jahren noch kurz in Hannover war, in Wien zu sehen war und jetzt aber mit 120 Kilo sehr viel trainiert hat, sehr viel aufgepackt hat und natürlich demgemäß auch seine Kämpfe kraftvoll führen kann. Denn er hat ja die bekannte englische Ringkampfschule hinter sich. Aber auch der Colonel hat sich überall, wenn man so sagen will, rumgetrieben. In Pakistan. Lange Zeit in Indien gerungen, in Pakistan. In Südafrika, wo er ja seine Karriere begonnen hat. Er hat ja dort als Söldner in Angola gekämpft. Hat eine eigene Truppe zusammengestellt und ist deswegen dann der Colonel gewesen. Aber hier muss er erst einmal den Vorarm nehmen, den Unterarm. Und da geht Steve Regal in den Ring mit einem Dropkick. Und die Unterarmschläge kommen hinterher. Colonel Brody in der Ecke drin. Oh, fantastisch! Diese Kicktechnik von Steve Regal. Ich habe es schon einmal gesagt bei Eurosport. Das hat er in Japan gelernt. Das sind ganz kurz geschlagene Kicks, immer wieder auf den Solarplexus. Und nehmen natürlich die Kondition, die Luft. Und der Colonel kann sich nur befreien, indem er an den Haaren zieht. Aber das sollte er nicht tun. Denn da kommen seine Gegner dann auch zurück. Und hier die Projektion in die Ecke rein. Und der Colonel mit dem Knie in den auf den Solarplexus. Da muss er zurück und noch einmal die Projektion zur anderen Seite. Unterarmschläge und hier wird die Nierenschere angesetzt. Die Nierenschere beim Colonel angesetzt. Der versucht sich zu befreien und da kommt die Kopfschere hinterher und der Colonel muss aus dem Ring. Und Steve Regal klatscht mit. Das Publikum ist begeistert. Das will es sehen hier. Er ist ja ein Einzelkämpfer, wenn man so will, der Colonel. Keine großen Freundschaften. Autogramme gibt er nie. Es gibt keinen, der sagen könnte, er hätte ein Autogramm vom Colonel. Ist noch angesetzt. Steve Regal muss zu Boden. Aber ein sehr guter Kampf. Europäischer Ringkampf hier. Einige Techniken, die wir sehen. Hier wird ja der gesamte Kampf gezeigt. Und nicht nur kurze Ausschnitte, wo man dann nur einige Aktionen sieht. Hier sieht man den Ablauf des Kampfes, aber der Ringrichter hat hier nicht gesehen, was passiert, dass der Colonel schon wieder an den Haaren gezogen hat. Auch ein Spezialgriff von ihm hier, dieser Submission Hold, eine Strangulierung, wobei er den Arm des Gegners noch mitnimmt. Besonders schmerzhaft und natürlich wird dabei auch die Halsschlagader abgedrückt, die Blutzufuhr gesperrt. Und hier kontert Steve Regal. Ja, und die Haare, die der Colonel hat, die hat jetzt Steve Regal erst einmal in der Hand. Und damit wird der Colonel zu Boden geschleudert. Und ist jetzt in der Ecke drin. Wieder diese Kicks oder ein Kick. Elbow.
Handmill, Kopfzug also. Und der Niedrop oben drauf, den Steve Riegel auch auf die Halsschlagader des Gegners setzt. Wird aber hier gekontert. Colonel Brody kommt jetzt zurück. Ja. Und da wird der Gegner auf die andere Seite geschickt. Dann kommt der Bigfoot, das ausgestreckte Bein, wo Steve Riegel gegen katapultiert wird. Hier der Nussknacker von vorne angesetzt. Aber da wird er ausgehoben, der Colonel, und aus dem Ring gestellt. Und damit muss der Griff gelöst werden. Der Griff muss gelöst werden hier, bevor der Kampf überhaupt weitergehen kann. Oh, jetzt will er den Gegner in die Ecke schicken. Aber da blockiert Steve Riegel und schickt seinen Gegner gegen die Ecke. Und der Colonel außerhalb des Ringes. Und hier wird er wieder rein befördert. Und Steve Riegel kommt jetzt zurück und spannt den Colonel ein. Oder lässt sich der Colonel hier einspannen, um nachher wieder umso frischer zurückzukommen. Hier muss er erst einmal den Kopfstoß nehmen auf den Solarplexus. Ah, jetzt ist er draußen. Und eine Clothesline wird geschlagen auf Steve Riegel. Die musste er vollnehmen jetzt. Und der Colonel geht aus dem Ring. Aber da wird er wieder reingeholt von Steve Riegel. Ja, dieser Kampf ist nach dem Geschmack des Publikums, nach dem Geschmack der Fans. Und ich muss auch sagen, ein guter Kampf. Und da muss Steve Riegel wieder einstecken. Diese Unterarmschläge, der Colonel ist ja ein ganz harter Bursche. Zäh, durchtrainiert. Und hier schlägt er seinen Gegner mit der Kehle auf das Ringseil. Das ist verboten. Gleichzeitig wird jetzt der Gegner noch auf das Ringseil gedrückt und zurück katapultiert. Und der Ringrichter zählt Steve Riegel an. Und noch einmal hoch. Doppel-Nelson angesetzt jetzt. Und wieder zum Seil gebracht. Und noch einmal, oh, da hat man es gesehen, wie wirkungsvoll das war. Dann wird er unterm Seil durchgesteckt. Oh, jetzt holt er sich erst einmal den Bart. Und dann holt er sich den Kopf. Und jetzt holt er sich den gesamten Colonel. Und der kann sich nicht mehr halten. Der muss aus dem Ring hier. Ja, das gefällt dem Publikum. So wollen wir die Kampfabende sehen. Immer wieder Aktion. Keine zu gefährlichen Aktionen, dass der Gegner verletzt wird, aber harten Ringkampf. Und hier kontert Steve Riegel, setzt selbst jetzt den Doppel-Nelson an. Der Colonel im Doppel-Nelson versucht sich hier zu befreien, wird aber ins Seil geschickt und mit einem Backdrop rüber geschickt und mit einem Dropkick aus dem Ring. Ja, aber da hat er den Colonel nicht voll erwischt. Mehr auf die Schulter, der Colonel musste erst einmal raus. Das wäre gut gewesen, wenn dieser Dropkick jetzt auf der Kinnspitze gesessen hätte. Oh, hier holt sich der Colonel den Steve Riegel erst einmal auf den eigenen Schuh, schlägt er den Kopf des Gegners. Der hat ein bisschen die Orientierung verloren. Wird jetzt rüber geschickt in die andere Ecke, kann aber hier kontern. Und schlägt den Colonel jetzt in die Ringecke. Und der Tackle hinterher und das Knie hinterher, wird aber jetzt selbst rüber geschickt in die andere Ecke. Oh, da muss er aus dem Ring. Steve Riegel muss hier aus dem Ring. Oh, da ist er angenockt, ganz schwer angenockt außerhalb des Ringes und wird vielleicht hier ausgezählt. Nein, nein, da kommt er doch wieder hoch.
und wird hier aufgeladen vom Körnel. Mit einem Suplex in den Ring geholt und wahrscheinlich abgedeckt jetzt. Oh, das ist jetzt bitter. Steve Riegel hat hier die Orientierung verloren, ist immer noch angenockt, wird wieder aufgeladen vom Körnel. Und da setzt er an zu seinem Spezialgriff. Eine Kamikaze-Rolle. 1, 2, 3, das war das Ende. Der Körnel hat hier gewonnen. Gegen Steve Riegel mit seinem Spezialgriff der Kamikaze-Rolle. Ein fantastischer Kampf. Härte Aktion, gute Technik. Ja, liebe Fans, wir versuchen hier, Sie vertraut zu machen mit einer Sportart, die Kraft und technische Höchstleistung verlangt. Und mit der gebotenen Show auch noch unterhaltsam ist. Und Sie sollen unter